Wir kommen zum Schlussstein des LPR-Forums 2016 und das ist das Fazit der Veranstaltung. Das Fazit zieht heute Wiebke Losen, die gerade verkabelt wird. Sie kommt aus Hamburg, sie kommt auch aus Hamburg. Wir sind ein bisschen Hamburg-lastig heute. Sie forscht dort am Hans-Bredow-Institut, also damit wissen alle, sie ist Kommunikationswissenschaftlerin. Sie beschäftigt sich insbesondere mit den wandelnden Beziehungen zwischen Journalismus und Publikum, mit Datenjournalismus und der Start-up-Kultur im Journalismus. Und wir sind gespannt auf ihre Bilanz, auf ihr Fazit, das wir unter die Überschrift berechenbare Relevanz gesetzt haben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke. Ja, ich spüre jetzt ein wenig die ambivalente Erwartungshaltung, auf der einen Seite ein gutes Fazit zu ziehen, auf der anderen Seite Sie aber auch nicht länger von Ihrem Feierabend fernzuhalten. Ich schaue mal, wie ich dem gerecht werde. Berechenbare Relevanz, man könnte ja vielleicht sogar auch sagen, berechnete Relevanz nach dem Vortrag von Frau Zweig und die Rolle von Algorithmen, über die wir heute gesprochen haben. Zunächst möchte ich aber noch mal fragen, zu unserer Ausgangsfrage zurückkommen. Was meinen wir eigentlich, wenn wir heute fragen, rettet Silicon Valley den Journalismus? Matthew Ingram, ein Medienjournalist in den USA, der schon seit vielen, vielen Jahren die digitale Transformation des Journalismus beobachtet, hat was Ähnliches formuliert wie Nico Loma eben. Er hat nämlich einen seiner Artikel im Jahr 2014 überschrieben mit "Journalism is doing fine, thanks. It's mass media business model that are ailing." Dem Journalismus geht's gut, danke. Das Problem sind die maroden Businessmodelle. Und ich glaube, das ist heute in der Diskussion ganz gut deutlich geworden. Ja? Journalismus hat kein Problem. Das Businessmodell von Massenmedien hat ein Problem. Silicon Valley würde sich nicht so um den Journalismus bemühen, wenn sie nicht wüssten, dass das wertvoller Inhalt ist. Menschen nutzen so eine wahnsinnige Vielfalt an Medien und Nachrichten im Internet wie nie zuvor. Also, Journalism is doing fine, thanks. Die Vorteile, die damit verbunden sind, auch die hat Herr Lummer vorhin angesprochen, also viel experimentieren, Innovationsfreude, neue Dinge auszuprobieren, das ist mittlerweile auch in den alten Verlagshäusern oder Legacy-Media, dieser Begriff ist auch gefallen, angekommen, die natürlich in der Tat mit anderen Strukturen zu kämpfen haben und nicht, weil sie dusselig sind, nicht so innovativ sein können, sondern weil sie einen ganz anderen Apparat mitschleppen. Das ist kein Problem von Medienorganisationen, sondern es ist ein Problem, was in der Organisationssoziologie oder ein Umstand, möchte ich mal besser sagen, bekannt ist aus allen Organisationen, nicht nur aus Medienorganisationen. Was wir also heute an vielen Stellen beklagt haben, ist die Gefährdung des spezifischen ökonomischen Modells der Produktion und Distribution des modernen Journalismus, so wie er uns vertraut ist. Die Krise des Journalismus ist also vor allem eine ökonomische. Mit dieser Differenzierung will ich diesen Punkt auf gar keinen Fall trivialisieren, denn die Finanzierungsgrundlagen des Journalismus sind natürlich ein extrem wichtiges Thema. Journalismus als gesellschaftliche Institution, als Instanz, als System, wie auch immer Sie es nennen wollen, ist aber etwas anderes, ist mehr als nur ein Geschäftsmodell. Und der Kollege Siegfried Weichenberg hat es einmal genannt, in Medien und Journalismus ist eine Schizophrenie eingebaut. Das ist nämlich genau die Schizophrenie zwischen Sozialverantwortung und Markt, ja, dem Journalismus schon immer gerecht werden muss, jedenfalls der nicht öffentlich-rechtlich finanziert ist. Und auch selbst der muss sich ja zwischen Quote und anderen Relevanzkriterien bewegen. Nun dürfen wir aber nicht voreilig davon ausgehen, dass der Journalismus, so wie wir ihn kennen, nämlich aus dieser alten Welt, wie Herr Lobix das genannt hat, die Funktion erfüllen kann, die wir mit ihm verbinden. Und genau das ist ja, wovon wir heute gesprochen haben, wenn wir sagen, wir beobachten das Ende des Gatekeeper-Monopols des Journalismus. Wir meinen damit, auch andere Akteure, zu diesen Akteuren erzählen wir auch den Algorithmus, können journalismusähnliche Leistungen erbringen. Also nicht mehr nur der professionelle Journalist. Algorithmen können das, Suchmaschinen können das, Facebook kann das, ja sogar das Publikum selbst kann journalismusähnliche Leistungen erbringen. Das ist genau das, worüber wir uns Gedanken machen, dass also
Der Journalismus Konkurrenz bekommt von Akteuren, die selbst journalistisch ähnliche Leistungen erbringen können. Journalismus, wie wir ihn kennen, ist groß geworden auf den Grundlagen massenmedialer Kommunikationsbedingungen und auf einem fein aufeinander abgestimmten Gefüge von technologischen, organisatorischen und professionellen Strukturen. Das heißt, bestimmte Medientechniken für die Verbreitung, Medienorganisation, Redaktion, eine Trennung zwischen Redaktion und Anzeigenabteilung. Das haben wir vorhin gehört als Clash der Kulturen. Also das galt jahrelang als eine sehr wichtige aufzuhaltende Grenze in Medienorganisationen. All diese Strukturen verändern sich durch den Medienwandel. Der Journalismus ist aber nicht nur Getriebener dieses Wandels, sondern er treibt diesen Wandel auch selbst weiter. Das heißt, wenn Journalismus sich entscheidet, in Snapchat zu gehen, in WhatsApp zu gehen und so weiter, ist er maßgeblich auch daran beteiligt, man kann sagen, zur Mainstreamisierung dieser verschiedenen Kanäle beizutragen. Dieses klassische Gefüge, das können wir heute noch beobachten, auch das haben wir in den verschiedenen Beiträgen gehört, aber es wird mehr und mehr ergänzt und erweitert durch sozialmediale Kommunikationsbedingungen, neue Akteure, neue Organisationsformen, wie beispielsweise, wir haben gerade viel über investigativen Journalismus geredet, das investigative Recherchebüro Korrektiv, das stiftungsfinanziert ist, also neue Organisationsformen oder Journalistenbüros, kleine Start-ups, die mit ganz anderen Strukturen arbeiten als große Medienhäuser. Wir reden also über ganz neue kommunikative Verhältnisse, die dadurch gekennzeichnet sind, dass jeder eigene Inhalte produzieren kann. Das ist so eine Formel, die benutzen wir schon seit Jahrzehnten, dass wir sagen, die Grenze zwischen Sender und Empfänger ist aufgehoben. So langsam fangen wir, glaube ich, alle an zu begreifen, was das bedeutet. Ja? Diese Metapher ist schon ganz, ganz lange im Raum und immer wieder als Beschreibung dessen wird sie bemüht, um zu sagen, was sich so verändert in unseren kommunikativen Bedingungen in der Gesellschaft. Aber so langsam verstehen wir, was das bedeutet. Dazu gehört, dass unser Nutzungsverhalten immer sichtbarer wird, ja? In Form von digitalen Spuren. Das sind ja die Daten, die die Algorithmen füttern. Sichtbarer für Journalisten, aber auch für unser aller Mitpublikum. Ja? Also wir sehen auch, was andere teilen und sharen und liken und wer gerade neben uns noch diesen Artikel liest. Durch soziale Medien sind also die Beobachtungsmöglichkeiten gestiegen. Es wird immer sichtbarer und leichter kommunikabel, über welche Ereignisse nicht oder in unterschiedlichen Medien unterschiedlich berichtet wird. Was das bedeutet, es kommt also zu einer verstärkten Sichtbarmachung von verschiedenen Beobachtungsleistungen, also der Visibilisierung von verschiedenen Beobachtern und auch zu Aushandlungen über diese Leistung. Das beobachten wir, das Beispiel ist heute mehrfach in Bezug auf das Thema Flüchtlingsbewegung auf der ganzen Welt erwähnt worden, haben wir aber auch sehr deutlich gesehen bei dem Absturz der German Wings-Maschine. Deren journalistische Berichterstattung in sozialen Medien ist gleichsam von einer instantanen Medienkritik begleitet worden. Auch das ist ein neuer Effekt, dadurch, dass diese neue Sichtbarkeit entstanden ist, dass Medien sofort kritisiert werden und das wiederum zum Teil der Berichterstattung wird. Kontingenzerfahrung, also die Erfahrung oder das Gewahrwerden, alles könnte auch anders sein. Alles könnte auch anders berichtet werden, alles könnte auch anders selektiert werden. Diese Erfahrungen nehmen zu, sie werden alltäglich. Es ist nicht mehr nur eine akademische Formel, die wir schon seit vielen, vielen Jahren benutzen, Kontingenz, ja, alles könnte auch anders sein. Diese Erfahrungen machen wir in digitalen Medienumgebungen alle selbst, ja. Und das ist das, was Menschen beobachten, die mehrere Medien nebeneinander nutzen und die wiederum Rückmeldung aus ihrem Mitpublikum lesen. Ja, stimmt, alles könnte auch anders sein. Man könnte auch anders berichten. In diesem Punkt würde ich also Volker Lilienthal ganz entschieden widersprechen. Nicht die blinden Flecke nehmen zu, wie Sie es formuliert haben, sondern das Bewusstsein dafür, dass wir alle und natürlich auch der Journalismus und Algorithmen, dass wir alle unsere eigenen blinden Flecke haben. Genau die werden ja in sozialen Medien diskutiert und ausgehandelt, weil wir plötzlich so viel mehr Beschreibung unserer Wirklichkeit haben, als wir das zuvor vorhaben.
Das ist ein ganz entscheidender Punkt meines Erachtens, der mit dem Gatekeeper, dem Verlust des Gatekeeper-Monopols des Journalismus verbunden ist. Man könnte fast sagen, wir erleben so etwas wie eine Erschütterung unserer Realitätsgewissheit. Die Veränderungen, die wir heute insbesondere in den Blick genommen haben, sind die, die durch die Macht von Intermediären wie Google und Facebook sich ergeben. Wir meinen damit eine neue Kategorie von Angeboten, die für die gesellschaftliche Kommunikation Relevanz haben, ohne die Merkmale klassischer Massenmedien zu haben. Die aber keine eigenen Inhalte anbieten, aber zentrale Vermittlungsleistung erbringen. Sie stellen also etwas wie kommunikative Hybride dar. Und wir wissen gar nicht genau, wie wir mit denen umgehen können und sollen. Noch komplizierter wird es, und das haben wir in dem Vortrag von Frau Zweig, glaube ich, sehr deutlich auch, also ich habe es geradezu körperlich gespürt, diese Faszination, die von Algorithmen ausgeht, aber gleichzeitig auch so dieses Gefühl, was passiert da eigentlich? Und wenn es jemand vom Fach so deutlich sagt, dass da was Großes passiert, muss man es, glaube ich, sehr, sehr ernst nehmen. Also noch komplizierter wird es, dass es sich bei diesen Angeboten um Angebote handelt, die auf Basis von algorithmischer Datenverarbeitung operieren und Selektions- und Relevanzentscheidungsprozesse vornehmen, wie wir sie sonst nur vom Journalismus kennen. Und wie wir sie sonst auch nur dem Journalismus zugestehen, so könnte man auch sagen. Dazu haben wir ja, die rechtlich verbürgte Funktion und Verantwortung, die wir Medien und Journalismus zuschreiben. Und auch bestimmte Erwartungshaltungen, die wir gesellschaftlich dem Journalismus und den Medien entgegenbringen. Und man könnte sagen, darum regen wir uns auch so auf, ja? Weil da plötzlich neue Player in den Markt kommen, die genau funktional äquivalente Leistungen erbringen können. Algorithmen wird heute also eine ähnliche, wenn nicht sogar noch weiterreichende Macht bei der Herstellung von Öffentlichkeit und Wirklichkeitskonstruktion zugeschrieben als dem Journalismus. Wir können das betrachten als eine Reformulierung von Fragen, die bereits seit Jahrzehnten den Kern der Journalismusforschung ausmachen, aber auch den Kern der Medienkritik. Fragen nach der Bestimmung gesellschaftlicher Informationsgrundlagen, nach der Bestimmung von Nachrichten. Wie werden Nachrichten selektiert und warum? Von wem? Nach der Definition von Relevanz, nach der Angemessenheit von Selektionsentscheidungen, nach Objektivität und nach dem Verhältnis von Informations- und Medienangeboten mit der Realität. Und das ist ja das, was die Menschen im Netz diskutieren. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Das ist doch gar nicht, entspricht nicht der Wahrheit, was ich hier lese. Im nächsten Medium steht das andere. Das ist allerdings auch, so möchte ich mal sagen, eine Konstante der Medienkritik. Denn bei aller Wertschätzung, die wir für den Journalismus haben, die man heute in den Diskussionen auch deutlich gespürt hat, steht Journalismus aber auch immer unter einem Manipulationsverdacht. Und das ist schon immer so gewesen und ich würde sagen, das ist gut so, denn es ist auch Teil der Wertschätzung, die wir Journalismus entgegenbringen, dass wir im Prinzip der Meinung sind, er müsste immer noch besser sein für die gewichtige gesellschaftliche Funktion, die er für uns übernommen hat. Dieser Beobachtungsfokus, unter dem wir bisher, wie gesagt, nur Medien und Journalismus gestellt haben, weitet sich nun auf den Algorithmus aus, da er eingebaut in verschiedene Dienste und Plattformen zunehmend journalismusähnliche Leistungen erbringt und damit konsequenterweise unter ebenso strenge Beobachtung genommen wird. Wir haben es hierbei mindestens mit zwei Problemen zu tun. Erstens mit der Frage, inwieweit Google und Facebook tatsächlich journalismusähnliche Leistungen erbringen und zweitens, welche Mechanismen der Regulierung in diesem Falle denn denkbar erscheinen. Das ist beispielsweise eine Frage, mit der sich meine juristischen Kollegen am Hans-Bredow-Institut beschäftigen. Und diese Frage ist das Gegenteil von trivial, denn man muss sich da erstmal überlegen, wo kann man eigentlich ansetzen? Und das ist auch in dem Vortrag von Frau Zweig ganz gut deutlich geworden. Denn wer ist der Adressat bei der Forderung von transparenten Algorithmen? Aber wir haben auch heute relativ wenig auf Nutzungspraktiken geschaut und ich bin Journalismusforscherin, ich habe mich jahrzehntelang überhaupt nicht mit dem Publikum beschäftigt und auch der Journalismus hat sich in der Form nicht mit seinem Publikum beschäftigt. Und Journalismus hat verstanden und Journalismusforschung hat verstanden, okay, da ist ja noch eine andere Seite, ja.
wie ist es denn eigentlich mit den Nutzern? Die sind heute ein bisschen hinten runtergefallen. Sie sind immer so als Aggregat, schweben sie irgendwie immer im Raum in Form von Klickzahlen und möglicherweise auch als einzelner Nutzerkommentar. Aber es ist nicht so, dass die allermeisten jungen Menschen in Deutschland Facebook als ihre wichtigste Informationsquelle betrachten. Das stimmt nicht. Das, was stimmt, ist, dass für, für nachrichtliche Inhalte Facebook das wichtigste soziale Netzwerk in Deutschland ist. Insgesamt nutzt aber fast ein Viertel der deutschen Internetnutzer regelmäßig Facebook, um Nachrichten zu suchen, anzuschauen, zu teilen und darüber zu diskutieren. Das sind Zahlen aus dem Reuters Digital News Survey für Deutschland. Diese Studie wird seit 2012 in verschiedenen Ländern erhoben und schaut sich an, wie digitale Nachrichten genutzt werden. Und die Daten für Deutschland umfasst eine Stichprobe von knapp 2000 Menschen und ist repräsentativ für die deutsche Bevölkerung im Internet, mit Internetzugang. Die am häufigsten genutzte Nachrichtenquelle ist aber das Fernsehen. 92% der über 55-Jährigen sehen regelmäßig Nachrichten im Fernsehen, aber auch 72% der 18- bis 24-Jährigen. Ganz wichtig ist dabei, und das gerät leicht aus dem Blick, wenn man so eine medienzentrierte Perspektive anwendet, wie wir das heute gemacht haben, also wir haben auf Facebook geguckt, und bei einer Medienrepertoire-Perspektive würde man sagen, okay, das ist aber nur ein Medium im Medienrepertoire von uns. Sie alle nutzen wahrscheinlich verschiedene Medien, auch verschiedene Medien der Gattung TV, Online, Print, Radio. Und so geht es den meisten Menschen. Ein Großteil der befragten Internetnutzer verwendet nämlich für die eigene Versorgung mit Nachrichten mindestens zwei Gattungen, ja? 79%. Die meisten Menschen haben also ein Medienrepertoire, was mehrere Medien umgreift und im Internet sogar sehr viel mehr unterschiedliche Titel an Medien auch noch umgreift. Also ich lese mittlerweile so viele verschiedene Medien im Netz. Gut, nun bin ich auch eine professionelle Mediennutzerin, das ist vielleicht noch ein Unterschied. Aber das geht auch anderen Menschen so, ja, dass sie auch internationale Medien lesen und so weiter, weil es einfach viel einfacher ist. Nur für 2% der Nutzer sind soziale Quellen im Internet wie Netzwerke oder Blogs die einzige exklusive Nachrichtenquelle. 2%. Ja? Also diese Multi-Channel-Strategie, über die wir gesprochen haben, die macht natürlich auch aus Nutzersicht Sinn. Ja? Das haben wir ja deutlich gehört. Redaktionen können nicht den einen Kanal abstellen, wenn sie den nächsten aufmachen. So funktioniert die Mediennutzung auch nicht auf der Nutzerseite. Offensichtlich, und das ist mir ganz deutlich geworden in der Diskussion um die Algorithmen, ist uns beides nicht recht, wenn es um Algorithmen und um Relevanzbestimmung geht. Es ist uns nämlich nicht recht, dass der Journalismus sein Publikum missachtet. Das war so eine Kampfvokabel Ende der 70er von Glotz Langenbucher, die gesagt haben, der Journalismus mit, also der missachtete Leser, das ist ein Buch, was sie damals Ende der 60er rausgegeben haben. Und da haben sie Journalisten vorgeworfen, sie missachteten ihr Publikum. Sie würden sich nicht darum scheren, was das Publikum eigentlich will und an den Bedürfnissen vorbeischreiben. Und tatsächlich ist es ja eine professionell journalistische Attitüde, dass Journalisten der Meinung sind, sie wissen, was die relevanten Nachrichten sind und sie wissen es besser als ihr Publikum. Das wollen wir nicht. Auf der anderen Seite wollen wir aber auch nicht die algorithmisch fein austarierte Befriedigung der individuellen Nutzerbedürfnisse beziehungsweise das, was der Algorithmus dafür hält. Ja, das haben wir heute ganz deutlich in der Diskussion gesehen. Also Relevanz, journalistische Relevanz versus algorithmische Relevanz, das betrachten wir offensichtlich als Gegensätze, wobei man ja auch vielleicht sagen könnte, ein Algorithmus ist möglicherweise fähig dazu oder kann dazu befähigt werden, Nachrichtenfaktoren, also das, was Journalisten normalerweise hernehmen, um zu sagen, ob ein Ereignis publikationswürdig ist, Nachrichtenfaktoren könnten für einen Algorithmus aus Nutzersicht operationalisiert und optimiert werden. Ist das so eine schreckliche Vorstellung? Und in der Tat fängt es ja gerade, das haben wir heute auch deutlich gesehen, an, dass Journalisten sehr viel stärker darüber nachdenken, was eigentlich ihr Publikum will. Gleichzeitig gehen wir davon aus, dass gesellschaftliche Relevanz
was anderes ist als individuelle Relevanz, also das, was in sozialen Medien geteilt wird. Das sind aber nicht unbedingt Gegensätze, denn gesellschaftlich relevant kann ja nur etwas sein, was zumindest einen bestimmten Anteil in der Gesellschaft interessiert, auch wenn sich nicht alle gleichmäßig um dieses Thema kümmern. Wenn ein Thema auf die Agenda kommt, ohne dass alle dieses Thema nutzen. Dann noch dieses Reizwort Filterbubble. Dazu muss ich auch noch auf jeden Fall was sagen. Wir haben gehört vom Wärmetod in der Filterbubble. Wir haben gehört vom Informationsgefängnis und so weiter. Die Filterbubble ist empirisch nicht nachgewiesen. Die Filterbubble ist eine super, und auch das ist eine super Figur, eine super Metapher, um dafür aufmerksam zu machen, welche Prozesse hier passieren. Auch da würde ich sagen, die hat ihre Pflicht und Schuldigkeit getan. Und dazu gibt es auch ganz viel Forschung, wo man versucht, darauf wollte ich greifen, es gab von Facebook selbst eine Studie. Von Facebook selbst heißt, von Forschern, die bei Facebook arbeiten, die nachgewiesen haben, das ist natürlich ein bisschen immer unter dem Ruch einer Facebook-Studie, die Filterbubble, die wir uns selber basteln, ist viel stärker als die Filterbubble, die der Algorithmus uns bastelt. Ja? Diese Studie ist in sozialen Medien rauf und runter diskutiert worden, genau weil die einen gesagt haben, das kann man nicht ernst nehmen, weil das sind ja Facebook-Forscher, was sollen die anderes rausfinden, während die anderen gesagt haben, es ist eine sehr solide Studie und wir müssen bedenken, die haben natürlich einen Datenfundus, den Forscher außerhalb von Facebook nicht haben. Ja? In einer anderen Studie, ich will jetzt hier nicht Studie über Studie zitieren, aber konnte gezeigt werden in Twitter, dass die meisten Twitter-Nutzer dazu neigen, nur ein oder zwei Themen auf Twitter zu verfolgen. Mache ich beispielsweise auch so. Ja, ich nutze es für sehr spezifische Informationszwecke. Und dass der Algorithmus da hilft, über das Netzwerk nochmal andere Themen reinzuspülen. Ja, also diese Filterbubble ist eine sehr fragile Angelegenheit. Da muss man schauen, was ist da eigentlich dran. Zum Schluss möchte ich auf den Soziologen Niklas Luhmann zu sprechen kommen, der Ende der 90er Jahre in seinem Buch Die Realität der Massenmedien die Frage gestellt hat, in Bezug auf Medien, wie wir sie klassischerweise kennen, wie ist es möglich, Informationen über die Welt und über die Gesellschaft als Informationen über die Realität zu akzeptieren, wenn man weiß, wie sie produziert werden? Ja? Also wie ist es möglich, dass wir doch wissen, dass Journalismus selektiert, dass da möglicherweise auch politische Überzeugungen dahinter stehen könnten. Wenn man weiß, wie das produziert ist, wieso schaffen wir es trotzdem, uns darauf als Informationsgrundlage zu einigen? Nun wissen wir mittlerweile aus der jahrzehntelangen Journalismusforschung recht gut, wie Journalismus Wirklichkeit produziert. Das ist das Geschäft der Journalismusforschung. Wie gesagt, dass die immer unter einem Manipulationsverdacht steht, ist auch die Aufgabe der Medienkritik und das ist auch gut so. Und es ist ein, jetzt wollte ich noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, ich bin gerade etwas irritiert, weil ich muss jetzt ja zum Schluss kommen. In dieser Unterstellung, dass da auch immer ein Manipulationsverdacht dabei sein könnte, damit sind wir jetzt in sehr unsäglichen Formen der Lügenpresse konfrontiert, die wir meines Erachtens nicht mit Medienkritik verwechseln dürfen. Mit Blick auf algorithmisch konstruierte Öffentlichkeiten haben wir hingegen aber noch beide Wie-Fragen, die ich eben zitiert habe, zu beantworten. Nämlich die Frage, wie konstruieren Algorithmen überhaupt? Wie arbeiten sie überhaupt? Also wie schaffen wir es, diese Blackbox aufzumachen? Und wie erschaffen sie überhaupt Informationen? Und dann noch die ganz entscheidende Frage, auf die Frau Zweig am Schluss auch zu sprechen gekommen ist. Welche Informationen davon wollen wir eigentlich als für uns relevante, gesellschaftlich relevante Informationen akzeptieren? Das heißt, für wie berechenbar wollen wir unsere Gesellschaft eigentlich verstanden wissen? Vielen Dank. Frau Losen, vielen Dank, dass Sie auch noch mal den Blick etwas geweitet haben. Wir sind am Ende der
Ausgabe 2016 des LPR-Forum Medienzukunft. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank, dass Sie geblieben sind. Vielen Dank an alle, die mitdiskutiert haben, ihr Wissen, ihre Expertise zur Verfügung gestellt haben. Vielen Dank an alle, die im Hintergrund gewirkt haben. Und jetzt seien Sie herzlich eingeladen namens der LPR zu einem kleinen Empfang im Erdgeschoss. Trinken Sie ein schönes Glas Wein, essen Sie noch was und vor allen Dingen reden Sie ganz analog. Herzlichen Dank. Ach so, noch was. Falls Sie noch irgendetwas nachlesen, nachhören wollten, gucken Sie in ein paar Tagen auf die Website www.lpr-forum-medienzukunft.de.